Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outriders, dem Spiel, das auch im Multiplayer Spaß macht und anstrengend ist. Genau, wir spielen noch immer das Endgame. Wir sehen links auf dem Bildschirm den Klaus. Das ist der alte Vater. Der ist ein bisschen gebrechlich, deswegen ist er nicht ganz so gut. Und rechts sehen wir den Benny. Das ist der Sohn, der ist ein bisschen besser. Sieht man auch an dem sportlichen Outfit und an deinen Lumpen. Ja, also ich bin der Alte mit den Lumpen und er ist der Junge mit den Markenklamotten. Immer diese Jugend, verdammte Jugend. Ich kann mir das nicht ansehen. Der zerrissene Umhang da. Ey, das ist Used Look. Das ist Vintage. So, warte mal, was muss ich denn machen? Hör mal. Los, Outrider. Chemiefabrik. Ach nee, das waren auch Typen. Ich will bitte mal gegen Viecher kämpfen. Paktianische Siedlungen sind auch keine Viecher. Oh, das sind bestimmt Viecher. Bogen von Enoch. Ja, sieht so aus. Die Bögen. Die Bogen von Enoch. Der Bogen von Enoch. Ich hätte am liebsten das hier gemacht. Enoch. Ich sage immer noch Enoch. Ganz so klar. Enoch. Ich hätte gern das hier gemacht, die Marschlandhöhle. Da bin ich das erste Mal verreckt und da hatte ich das erste Mal keinen Bock mehr. Wir machen das hier mal. Wir hoffen, wir machen das hier runter, gell? Weil das schaffen wir wahrscheinlich, oder? Was, auf 8? 29,55. Ja, oh, das ist aber lange, glaube ich. Das wird nee, 22,56 hier. Nee, 15,57 Euro schaffen wir jetzt. 15 Euro, wir müssen 15 Euro schaffen. Da müssen wir richtig Damage machen. Richtig Damage, richtig, ich gebe mir Vorsport Damage Mühe. Damage, Damage. War von geringem Wert. Diesmal muss er von stattlichem Wert sein. Du hattest einen anderen Tipp als ich. Ja, ich hab gar nicht hingeguckt. Ich habe so geguckt, wie ich meinen Mund Richtung Mikro ausrichte. Ich muss mich eigentlich so hinsetzen. Mein Nacken ist schon steif. Ich sitze jetzt in der Hocke im aggressiven Modus. Jetzt könnte der. Ich habe eine gefütterte Jogginghose an. Ich habe voll die Schwitzbeine bestimmt. Ey, das sieht voll eklig aus. Guck mal. Weißt du, was eigentlich voll witzig ist, dass du einen Mann hast? Normal gibt es doch immer die Diskussion, dass die Männer Frauencharaktere machen. Und du hast jetzt einfach einen Mann gemacht. Hallo, das ist Klaus. Klaus ist geil. Das ist Gender-Annektierung. Ich habe Gender revealed, das ist Klaus. Klaus ist ein Mann. Klaus ist ein Mann, Mann. Das ist genderisierte Aneignung. Ja, stimmt. Oh Gott. Tut mir leid. So ein Tor hätte ich gern. Das wird mir gar nicht aufkriegen. Nee. Hat dein Controller jetzt auch vibriert? Nee, ich habe das ausgestellt. Das nervt mich total. Seltsames Bauwerk. Seltsames Bauwerk, Klaus, ey. Voll der Kulturbanause. Wer ist großer Fan von... Guck mal, das sieht so schön aus. Sehet. Sehet, Sohn. So schaffen wir es nicht in 20 Minuten. Sehet, Sohn, sehet. Es hat noch gar nicht angefangen, oder? Ja, doch. Wir müssen mal drücken. Ach, du hast angefangen. Guck mal, es läuft schon 30 gedrückt. Sekunden. Wie läuft ja, weil das schon? Es gelaufen ist. Ach so. Keine Zeit für Sightseeing. Alter, kennst du mich auch schlecht. Kämpfen. Ich guck mir mal alles ganz genau an und dann sterbe ich dabei. Ja, das ist aber schlecht. Ich muss doch mal der Jugend zeigen, wie das hier ist. Sightseeing. Guck mal, wie schnell die sterben, ey. Die sterben wie die Fliegen. Die sind auch nur die Kleinen. Ja, die habe ich am liebsten. Vor allem, wenn sie mit 10 auf einen Zug rankommen oder so. Das ist voll geil. Hier ist irgendwo, da ist ein großer. Das ist eine Brutmutter. Wo ist denn der Brutvater? Gab es den eigentlich auch? Oder gab es nur die Brutmutter-Königin? Boah, die hasse ich hier. Die sind so scheiße. Richtig. Ja. Vor allem, wie sie mich wegdrängen. Das stimmt mit euch nicht. Schießt du auf die Brutmutter, oder? Ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache, ehrlich gesagt. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Also derzeit bin ich runtergefallen. Eieiei. Ich habe meine Brille nicht auf. Das fehlt da statt seine Brille nicht auf. Ich habe erst mal geguckt, ob du wirklich nicht auf warst. Ich hab gedacht, hä? Ich kann ja mal ohne Brille spielen, aber ich glaube, da müssen wir Weltstufe 1 spielen. Du musst sie nicht noch weiter vorsetzen. Das vor allem das Schlimme ist, wenn ich immer aufnehme, ich nehme eine Folge auf, dann nehme ich noch eine Folge auf. Und sobald ich die dritte Folge aufnehme, umso weiter rutsche ich irgendwie mit dem Stuhl vor. Ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwann sitze ich da echt nur noch 5 cm vom Fenster weg.
Aber ich muss nächstes Mal echt meinen Monitor nehmen, weil den kann ich höher machen. Der ist ein bisschen zu flach. Ich muss den Hals mal so vormachen. Die erinnern mich vom Körperbau immer an so Möpse oder an französische Bulldoggen. Welche, die? Die komischen, die hier, die Krümel. Nicht die, die spucken, sondern die, die hier einen so auf einen auf böser Hund machen. Oh Gott, die Nickel sind am Sterben. Ach nee, doch nicht. Ja, ich war übelst vergiftet irgendwie. Guck mal, wie die cool sind. Aber von denen kommen halt immer so mega viele. Und am Ende ist bestimmt wieder so ein komischer Stein, der nach unten gehen muss. Deswegen dauert es bestimmt so ewig. Wir müssen auf jeden Fall die schnelle hochkriegen. Ich habe das Gefühl, wir kommen relativ langsam um. Ja, ich glaube auch. Können wir schon weiter? Nee, ich glaube nicht. Doch. Erkunde die Ruinen. Ach doch. Begib dich in den nächsten Bereich. Nette Aussicht. Oh, nette Aussicht, hat Klaus gesagt. Oh, guck mal. Wunderschön. Oh, hier können wir gehen? Sehen wir. Oh Gott, kann ich hier runterfallen? Komm, wir müssen weiter vorne. Hm. Ein Obelisken-Mechanismus hätte. Ob ich so weiterkomme? Ja, genau, Klausen. Wir müssen da jetzt rein. Wir müssen das jetzt beschützen. Kommt jetzt Zwischensequenz. Ich mache euch mal laut. Das war's jetzt. Es gibt doch keine so riesig krassen Zwischensequenzen. Ich habe wirklich gehofft, dass es eine gibt. Wow. Ist doch keine rein. Jäger Rang 5. Wollte ich schon immer. Oh Gott. Hilfe, ey, die hauen mich. Das ist doof. Nee, meine Nase krabbelt. Ungeil. Ey! Ey, die bescheuert. Ey, die gehen mir voll auf den Sack. Boah, die sind voll stark. Die sind so stark. Das sind die Alpha-Dinger. Oh. Ey, wo ist er? Nicht sterben, der ist schon so durchlöchert. Jetzt geht's endlich mal 2 Sekunden runter, bevor die nächsten kommen. Boah, ich hab voll die Genickstarre irgendwie. Oh, ja, auch, ich sitze auf dem Zeit. Morgen habe ich hier voll den Hyänenhals. Überwinde den Obelistenhof. Geht das Ding überhaupt runter? Ach ja, es geht langsam runter. Ich mach einfach mal, vielleicht kommt sie ja irgendwo hin. Nee. Aber jetzt, da. Das Doofe ist, die kommen von überall. Ja, wenn ja. Ihr eine Welle habt, die kommen immer nur von der Treppe dann. Na gut, die vorhin sind auch einfach überall aufgetaucht. Also für euch gestern. Ja, wenn der einen, in dem einen Ding hier, was wir mal gemacht haben, da kommen die immer nur von der Treppe raus. Na. Hier ist noch so ein Perforo Alpha. Will ein bisschen blöd sein, glaube ich. Wenn es nur noch einer ist und der dich so verfolgt, kannst du auch kurz rausgehen. Ich habe den einen eben auch mit rausgelockt. Was reicht denn, wenn einer drin steht? Ach so. Was die Nase, ey. R8. Wie bin ich mal? R8. Oh Gott. Heißt R8. Was heißt R8? Blutmutter. Dickes Fell macht sie immer. Meine Brutmutter. Boah, wie sie angerannt kommen. Wie die Motten zum Licht. Ja, oder? Ich hoffe eine. Well. Nein. Das ist das andere Mal. Ach nee, das andere Mal. Ich hab mich wieder gefangen. Ich hab mich wieder selbst gefangen. Oh oh. Das ist gar nicht mal so geil hier. Ja, wir haben es rausgelockt. Das war gut. Ja. Oh. Ja, Nicke trifft total gut. Oh nein, macht denn der bitte? Oder sie? Aber man muss doch drinstehen, oder? Ja, bleib du drin, ich hab's so rausgenommen. Achso, deswegen. Okay, ich hab's nicht geschnallt. Oh.
Gott. Oh Gott, da geht mir jemand voll auf die Nerven hier. Gehen Sie bitte. Hören Sie bitte auf damit. Okay, Gutmutter ist endlich tot. Hä? Den haben wir da? Ach, guck mal, wir haben neun. Ach ja, wir haben einen reingekriegt. Was ist er? Ach, von wegen, die haben das weggemacht. Guck mal, der hat immer noch Level 1. Ja, was ist er? Ist er ein Assassin? Ich glaube, er ist ein Assassin. Er ist ein Totenkopf. Ja, aber er hat hier... Nee, er ist ein Technomant. Guck mal. Hat er jetzt ein Ding aufgebaut, gell? Ja. Sarah Marie war mein Technomant. Hoffentlich macht der Chris den Schaden. Leute, ich erst mal wundert, warum ich so wenig Schaden mache, glaube ich. Und wenn er da drin steht, kann ich hier draußen rumlaufen. Wo habe ich die Steinfinger? Oh Gott, der ist echt voll die Hilfe. Begib dich in den nächsten Bereich. Ein Sturm zieht auf. Ich muss mich beeilen. Ach so, hier vorne. Hä? Ach, ich laufe in die richtige Richtung. Ich bin falsch gelaufen. Hier vorne. Oh, jetzt kann ich mir endlich mal. Guck mal, das ist Herr der Ringe. Das sind alles hier Wiesense, nicht Dementoren. Die Dementoren gab es bei Harry Potter. Ich muss irgendwie an Zelda denken. Hier der Maustick 54, der wisst voll, was abgeht. Der ist auch schon 54. Ja? Nein, keine Ahnung, ich glaube nicht. Oh, also vielleicht, ich weiß es nicht. Es gibt auch voll die fäche Render-Sequenz bestimmt. Boah, jetzt kommen die Ekel. Überlebe. Yay, wollte ich schon immer. Überlebe. Meinst du, sind schon die Endgegner, die Eitrigen? Ja, ich glaube schon, weil die haben doch... Die hatten... Was? Nein, die heißen nicht Eitrig. Ich kenne es nicht richtig. Ich weiß es. Erdmutter. Erdmutter? Erdmutter Erde. Rüttle vielleicht. Ich glaube, die mir hier voll auf den Sack. Ja, jetzt sieht man aber doch, dass bei dir größer ist, die Schrift auch. Wieso nerven die mich so hier? Was denn, du hast scheinbar tödlichen Damage gemacht. Ich war gar nicht mehr so gut hier. Ich habe gar keine Lust drauf. Haha, ich habe sie zu euch geschickt. Wäh. Ja, jetzt verfolgen wir den Musti. Ich mache am besten die Kleinen. Die kann ich wenigstens. Wo sind sie? Oh nee, ey. Die sind auch scheiße. Oh, nicht zu erreichen. Die Großen sind gut. Kommt bestimmt noch was Größeres. Was? Oder? Die Großen sind schon tot? Ja. Die haben nicht viel ausgehalten. Was? Oh. Oh oh. Der hat auf jeden Fall Eis irgendwo mit drin an seinem Geschütz oder so. Das ist cool, das Eis. Eieiei. Eieieiei. Hören Sie bitte auf. Der hatte schon so einen großen Kopf und ich treffe trotzdem nicht. Nur die Landekapsel. Ist hier vielleicht irgendwo die Landekapsel? Weil dann ist das Ende. Ist die Landekapsel vielleicht da drin? Und dann kann da nicht rein. Da ist ein Brutmutter. Sie brütet. Bei der weiß ich, da vorne der Rüssel ist doch der Kopf, oder? Vorne der Rücken ist der Kopf, hä? Ich krieg keinen kritischen bei ihrem Rüssel hin. Na? Ich glaube, in den Bauch mache ich kritisch. Oder kommen einfach nur so manchmal kritische. Das ist so eigenartig. Ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus, ich bin froh, wenn ich überhaupt treffe. Boah, was ist sie, die Mega-Brutmutter? Sie hat so ein komisches Döngelchen da oben vor ihrem Namen. Vielleicht ist die Brutvater. Nee, was mal. Ach, das ist. Was ist das? Ich haut mich die ganze Zeit voll weg. Jetzt rennt sie mir hinterher hier. Voll nur geil. Nein, du bist reingerannt, die rennt schon die ganze Zeit nachher. Hä? Hätte ich den doch vor mir. Das ist das Geschütz. Ich bin woanders.
Oh Gott, ich bin gestorben. Toll. Ich bin schon allein gelassen. Was, den anderen erzaubern sich? Nein, ich lebe doch noch. Ja, nee, den anderen erzaubern sich. Wo ist denn der? Wie ist der? Grad. Okay, ich hole dir den hier. Wetter. Oh Gott, ich komme gerade nicht klar. Hä? Hilfe. Also ich glaube, ich erhöhe meinen Waffenschaden doch nicht und bleibt bei meinen jetzt auch viele Leben. Irgendwie ist das ganz gut. Ach, du, da ist jemand gestorben. Ja, der ist tot gerade. Oder der konnte sich, oder hast du... Ich wollte, ich bin an ihm vorbeigerannt. Ja, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ah, da ist so ein scheiß Fliegeding noch. Hast du es auch gehört? Was? Club. Nee, du bist noch gar nicht da. Hab ich höre schon Gespenster hier. Ich bin mir befallen, merken Sie. Hol dir die Kapsel. Guck mal, wir haben es nämlich schon geschafft. Siehst du, es ging voll schnell. Erdrüttler-Gigant. Wir lesen gleich mal. Ja, voll Gold. Gold sogar. Ja. Oh, jetzt will ich aber mal was. Er erzeugt den Sturm. Daher hören die Vibrationen. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich nicht verrückt bin. Und jetzt raus da. Outrider erkannt. Zugriff gewährt. Das war einfach. Ach, 41 hat er jetzt stets da. Ich hatte dich doch schon die ganze Zeit da. Bei dir stand die ganze Zeit 1. Achso. Boah. Na gut, ob sie so viel Titan war. Nein, ich hab wieder nur lilane Sachen gekriegt. Ich krieg immer nur lila. Ich will Gold. Ich hab auch nichts Goldenes. Mann. Aber wir lesen natürlich erstmal über den Erdrüttler. Lesen tun wir hier immer gern. So, lesen, lesen, lesen. Der Erdrüttler, das hier ist der Erdrüttler, oder? Nee, Hainhüter. Erdrüttler. Dieser Gigant, der einem Sturm an Gefährlichkeit kaum nachsteht, wurde vermutlich durch das gleiche, was heißt denn zum Hat? Ja, der will Schnellreise machen, glaube ich. Will ich aber nicht. Lese einfach. Okay. Seinen Namen Erdrüttler-Gigant brachte ihm die Tatsache ein, dass er mit jedem Schritt seiner gewaltigen Füße den Boden zum Erzittern bringt. Bedenkt man, wie viele weitere tödliche Kreaturen dieses Summen vermutlich angelockt hatte, dürfte leichte Beute Mangelware gewesen sein. Diesen spitzen Prädatoren blieb keine andere Beute als andere Prädatoren, sodass nur die stärksten von ihnen überlebten und der Erdrüttler-Gigant war der allerstärkste. Die stärkste Predator von allen. Okay, jetzt gehen wir zurück. Wie kommen wir jetzt zurück? Ja. Hier. Genau. Bestätigen. Ich habe bestätigt. Muss ich noch irgendwas? Nee, ich muss bestätigen und der andere muss jetzt noch. Okay. Macht das jetzt nicht, weil er sich denkt, ey, die haben mich auch nicht gemacht. Hat er das aber gemacht, oder? Erst war er eingeschnappt, glaube ich. Es hat nicht gefallen. Unserem Randy. Ja, wir gucken jetzt aber erstmal, ob wir irgendwas Cooles haben, oder? Ich gehöre zu den 0,0003% der Auserwählten. Guck mal, ich bin voll schlecht jetzt. Das ist bestimmt, weil mein Finger total wehtut. Ich bin aber nicht gestorben. Das ist mal ein Wunder. Guck mal, jetzt ist er T-A-N-R. Was ist das? Er ist zweimal gestorben. Einmal habe ich ihn wiederbelebt, einmal hat er sich selber wiederbelebt. Erlittener Schaden. Oh, ich habe gar nicht viel Schaden gekriegt. Oh, er hat voll wenig Schaden erlitten, guck mal. Ja gut, er kam auch viel später rein, aber dafür hat er, glaube ich, noch ordentlich Schaden gemacht. Mhm. Nicht, dass er mich nur beholt hier. Guck mal erstmal, was haben wir hier? Müll. Soll ich es verkaufen, das ganze Zeug, ja? Also, wenn es nicht besser ist, ich verkaufe jetzt das Lilane auch, weil ich habe eben wieder was zerlegt und habe nur 11 gekriegt und ich kann mir aber 15 kaufen, wenn ich es verkaufe, also. 3, 5, 3, 6. Ich habe halt echt ein Problem mit meinen goldenen Waffen. Ich will irgendwie die goldenen. Ich habe keine Lust jetzt irgendwie. Dann leg die einfach. Ich habe meine eben auch alle in die Bank gelegt, weil ich die gerade nicht brauche. Aber ich wollte nicht, dass die mir das Inventar so verstopfen die ganze Zeit. 3, 5.
Dann gehe ich auch mal zur Bailey und mache hier meine Verkäufe. Wo ist sie denn? Ja, die geben nämlich über 5.000. Da kann man sich voll viel kaufen. Kann ich das markieren? Ja, Gesso, ja. So, was haben wir hier? Ich kann überhaupt nicht alles erkennen. 3,5. 3,5,8. Drei, sechs, sechs. Maximalleben, Bonuswaffenlebensentzug. Aber das hat mit Maximalleben. Vier, sieben? So viel besser. Kann ich doch die Treter wegmachen. Den muss ich Gigantenstiefel anziehen gleich. So, wie verkaufe ich jetzt? Ah, okay. Interessant. So. Mörderische Sanitäter. Aha. Guck mal, was für ein komischer Helm. Ich habe auch so ein hässliches Ding gerade auf. Sag nicht, dass das komisch ist. So ein Totenkopfding. Mit so einem hässlichen. Mit Haaren dran? Warte mal. Ekelhaft. Ich muss jetzt erstmal ganz viel hier kaufen. Ja, jetzt kann ich meine Waffe hochmachen. Voll geil. So, ja, guck hier, wie ich hässlich aussehe. Ach nee, ist nicht ganz so schlimm. Details. Ich glaube, meiner war hässlicher, aber ich habe ihn schon verkauft. Gut, ich kann jetzt das hier nach oben stufen und ich will etwas anderes anziehen. Was haben wir hier? 4-2 Brandbombe einmal, ein weiteres Mal. Überhitzung. Kritische Schüsse gegen Gegner, die von Verbrennung betroffen sind. Wir brauchen keine Munition. Das ist ganz cool. Lebensentzug. Ich glaube, ich muss das hier nehmen. Füllt für jeden Gegner, der für den Viecher. Verzehrendes Feuer. Was habe ich denn überhaupt ausgedingsbumst hier? Ach ja, verzehrendes Feuer. Nein, zurück. Mantel des Räubers, den habe ich gerne gemacht. Brandbombe ein weiteres Mal. Ich gehe erstmal ganz kurz zum Zahedi-Mann. Wo ist denn der? Hä? Ach, hier. So, hier kommt jetzt Brandbombe ein weiteres Mal. In Platz. So. Ich muss aber das hier trotzdem zerlegen, leider. Aber zerlegen geht mal. Gut. So, wieso habe ich das hier ausgerüstet? Warum?
So, das machen wir dann hoch. Das will ich behalten. Das Röckchen hier. Nee, das ist auch nicht so viel besser. Hier haben wir was Schönes. Brandbombe. Überhitzung. Überhitzung. Mach mal lieber die hier. Phantomsprint. Das mag ich halt. Okay, wir ziehen das an, machen aber Phantomsprint rein. Ich glaube, der hat jetzt irgendwas gedrückt, dass er irgendwas spielen will. Aber ich bin noch nicht fertig. Bin noch nicht so weit. So, was hat man denn jetzt hier oben? Nee, hä? Das sind unsere alten Schuhe. Phantomsprint wollte ich reinmachen. Eine Einsatzfähigkeit für Gegner im Umkreis von 5 Metern um dich herum. Schaden entspricht 30% deiner Anomaliekraft. Ich mag meinen Phantomsprint viel zu sehr. Ist Asche-Effekt gut eigentlich? Ist nicht schlecht, ja. Dann bleiben die halt kurz stehen, aber... Ja, das ist ganz okay. Hast du Rüstungsrolle? Das ist nämlich übelst stark. Nee. So. Das ist eine Rang-2-Fähigkeit. Wieder die Gruppe verlassen. Wir haben zu lange gebraucht. Guck mal, das sieht so aus. Ich glaub, bei einer Ausweichrolle erhöht sich deine Rüstung 7 Sekunden lang. Das ist voll gut. Das ist da, glaube ich, eins daneben, glaube ich. Nee. Hm. Frostschutz. Hier ist Rüstungsrolle. Weil wenn du dich dann immer mal rollst, weißt du, du hast immer 7 Sekunden lang gewesen. Oder das hier ist sau stark. Schadensabsorbierer, das habe ich noch nicht gesehen. Wie sieht das aus? Oh, das ist doch das hier? Nee. Flammende, Hä? Das sind so ganz viele Strahlen hier. Ich glaube, das habe ich nicht. Hast du eigentlich schon einen Dreier? Ich habe noch gar keinen Rang 3, obwohl ich ständig irgendwas auseinanderbastel. Ich habe die irgendwie nicht gekriegt, als ich was Gelbes nicht auseinander gemacht habe. Ich glaube, ich habe das aber auch noch nicht. Das hier ist das doch hier unten. Ach so, ich kann ja mal gucken, wo das ist. Ich probiere jetzt einfach mal die Rüstungsrolle aus. Musst du halt nur dran denken, dich dann immer mal zu rollen. Ach, ich habe das auch noch nicht. Doch, hier oben ist das. Nee, das ist kritische Kumulierung. Hä? Lendentuch des ersten Veränderten. Falsch, ich wollte doch mit ihm reden. Hey, guck mal, das ist doch das Bild. Ja. Kritische Kumulierung. Das ist das aber nicht. Hm. Haha, jetzt habe ich 23.000. Voll geil. So. So, also ich würde sagen, wir beenden erstmal hier diese Folge. In der nächsten Runde werden wir einen Auftrag machen, eine Quest, eine Expedition, das heißt die Expedition hier zu einer Landekapsel. Aber fürs Erste beenden wir mal diese Folge. Habt einen schönen Resttag oder einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.